Oh, 9-11! Von der Uhrzeit her. Oh, 9-12. Aber es ist doch schon nach 10. Ja, Moment mal, echt mal. Hä? Ja, dann ist wieder mein... In Sommerzeit. Ja, in irgendeiner Zeitzone oder Sommer-Winterzeit oder sowas muss mein 3DS liegen geblieben sein. So. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Fetzen wir mal Sort. Ne? Warte. Ja, Moment. Ja, hat ja mit der letzten Aufnahme nicht so toll geklappt. Wir werden jetzt einiges wissen von dem, was passiert. Ich habe eh schon wieder alles vergessen. Ich weiß noch, es geht um irgendwas mit irgendeinem komischen Dr. Layton und irgendeinen Staatsanwalt, glaube ich noch. Und, ja, genau. Irgendwie so ein kleines Mädchen, das mit Pflanzen reden kann, aber an mehr erinnere ich mich nicht. Ja, so in der Art war das. So, und als heutigen Intro-Gag würde ich planen, dass, ja, dadurch, dass unsere letzte Aufnahme ja etwas, etwas früh geendet ist, würde ich gerne mal demonstrieren, wie lange es dauert, wieder bis zu dem Stand zu spielen, an dem wir aufgehört haben. Also, neues Spiel! nein, fortsetzen. Ich kann es auch ganz einfach demonstrieren, und zwar, ich habe jetzt einen zweiten Spielstand angelegt. Hier, wir haben... Oh! Es hat doch insgesamt 14 Minuten gedauert, um dahin zu spielen. Ich schaff das in 5. Nein, da waren Schieberätsel dabei, das will ich nicht nochmal. Nee, ganz ehrlich, auch wenn ich das wahrscheinlich wirklich in so 5 bis 10 Minuten schaffen würde, das wäre für ein Intro-Gag zu lang. Obwohl, das hatten wir doch schon mal. Okay, nein, wir laden da mal wieder, keine Sorge. Ja. Ja. Ach, wir sind schon in der Aufnahme drin. Ja, sag doch was, meine läuft noch gar nicht. Ach, das macht nix. Jetzt läuft meine auch. Ich kam. In einem. ich kam in einem. Ja, nee, ist das nicht Layton dann, oder? Ja. Ich kam in einem Wald zu mir. Kurz darauf sah ich, dass Fräulein Fay von fremdartigen, verhüllten Gestalten verfolgt wurde. Die Verhüteten. Verhütete Gestalten. Nee, Moment. Dann würden die ja gar nicht leben, wenn die verhütet wären. Bei manchen wäre es vielleicht besser. Ja. Warte mal, was ist denn mein Badumts? Ist immer super, wenn diese Sounds so spontan und so zeitnah kommen. Ja. Ach so, oh. Schade, dass das nie der Fall ist bei uns. Richtig. Ach so, du kannst ja jetzt mal deine Kaffeegeschichte erzählen. Ach so, ja. Und zwar gibt es ja einen Kaffeeladen, der auch relativ bekannt ist, bei dem immer Namen auf Becher geschrieben werden. Ich habe aber immer keinen Bock, meinen Namen da anzugeben, deswegen habe ich beschlossen, ich nehme immer Scherznamen und habe mich in letzter Zeit für Heribert entschieden. Nur, statt Heribert schrieb mir die Dame beim ersten Mal drauf, Herlebert. Ich weiß nicht, wie das. Und beim zweiten Mal wurde aus Heribert plötzlich Jeribend. Ich weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht, ob die zu viel Kaffee geraucht haben, aber ich find's irgendwie seltsam. Ja, also solange man nicht versehentlich aus Björn Bernd macht. Was? Kennst du das nicht? Nee, ich find das so herrlich. Sagt mir nichts. Nee, ein gewisser, versuchen wir mal, ich möchte ihn nicht so nennen, aber angeblicher Politiker. Der, ja, Björn mit Vornamen heißen soll angeblich. Ach, und mit Nachnamen wie ein Teil eines Kamels. Ja, genau. Dann weiß ich. Mhm. Ja. Der zusammenarbeitet mit einer Person, die vielleicht mit Wolfgang Petri verwandt ist. Der man am liebsten, ein paar Freundschaftsbändchen vors Gesicht wickeln würde. Richtig. Reden wir nicht weiter drüber. Es ging eigentlich nur um Becher, Kaffeebecher, es ging nur um Kaffee, ja. Ja, es ging um Kaffee. Das Lustige ist, wenn ich meinen Namen irgendwo angebe, beispielsweise... Mark mit C, dann steht da Kark drauf. Das also hatte ich noch nicht. C-A-R-K. Das hatte ich noch nicht, aber ich hatte schon Mark mit C-K. Oder Marek mit C am Ende. Gab's schon ganz viel. Boah, die machen sich da wahrscheinlich immer einen Spaß draus. Ich weiß nicht, ich sag auch oft gar nicht mit C, oft sage ich auch einfach nur Marc und dann
Also fehlt nur noch, dass ich mal ein QUE am Ende habe. Keine Ahnung. Das kriegen die Leute auch immer nicht hin. Weiß nicht. Oder irgendwann schreibt jemand einfach nur das Wort mag. Also von mögen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, also, naja, so wie like. Also, und einen Daumen hoch daneben. Mag. Genau. So, wie lange nehmen wir jetzt schon wieder auf? 18 Minuten? Wir haben jetzt 3 Textboxen? Nee, 2. Zum Glück eine. Zum Glück habe ich das meiste rausgeschnitten jetzt. Ja, okay. Ich konnte Fräulein Faye in letzter Sekunde zur Seite stehen. Ja, warum hat niemand eigentlich mich darauf hingewiesen, dass es ausschweift? Wir schwiffen ab. Ja. Ich bin doch immer ganz dreckig, ich bin der Schwiffer-Staubmagnet, ja. Ja. Okay, weiter. Ich muss mich selber mal mäßigen, maßregeln. Ob dieser merkwürdige Wald auch Teil Labyrinthias ist? Wir scheinen die Verfolger fürs Erste abgeschüttelt zu haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Los, Fräulein Faye. Yo, jetzt sind wir jedenfalls wieder hier. Was ist das? Warte mal. Woher kommt das? Was? Was hast du gesagt, während ich den Sound eingespielt habe? Ich habe gesagt, Mensch, Pilze gibt's hier. Ja, und daraus kann man doch was Schönes machen. Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Genau. Puff. Eine Hinweismünze. Und dann war da noch eine. Ach so, ja, das waren die... Wo sich alles Mögliche bewegt hat, nur das von der letzten Hinweismünze irgendwie nicht. Habe ich da zufällig gerade telefoniert? Das kenne ich nämlich ja, nicht. Ja, richtig, du warst da gerade. Was siehst du, dann sehe ich das jetzt sogar alles nochmal. Juhu! Super. Stimmt, das war gerade. Die Aufnahme ging ja futsch, da warst du gerade dann am Telefonieren. Ich habe ein bisschen Angst, weil wir jetzt keine Testaufnahme hatten. Müssten eigentlich noch die Einstellungen wie beim letzten Mal sein, aber soll ich eben! Vielleicht... Du weißt ja, wie das funktioniert hat. Ja, nein, ich meine, wir müssten beide auf jeden, also der Sound müsste hinhauen und ich guck immer mal auf den, oh, kann ich das irgendwie größer machen? Mist, ich wollte mir noch Cookies mitnehmen, die habe ich schon wieder vergessen. Oh. Sind das wenigstens auch Zahnpflege-Cookies? Von Cookie Dent? Nein. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist eine ganze Menge krummer Bäume. Die sind mir unheimlich, Professor. Sie sind... In der Tat, weil... Ineinander verwachsen, nicht wahr? Ah, oh, das... Ja, stimmt. Weil sie die Verwachstumsphasen des Waldes verlängern. Ja, jetzt muss ich die ganzen alten Gags wieder abrattern. Runterrattern. Ein Glück hast du die sowieso schon vorher alle aufgeschrieben. Ja, schon bevor wir die erste Aufnahme gemacht haben. Mhm. Hier kommt gar kein Licht mehr durch. Jo, ist da sonst noch was? Da ist was. Diese Gegend ist etwas eintönig. Man könnte sich leicht verlaufen. Bleiben Sie in meiner Nähe. Eintönig. Ja, eben. Du konntest den sehr schön halten. Ja, ne? Ja. Ich erkenne diesen Baum. Hier waren wir schon. Oder nicht? Hier sieht alles so gleich aus. Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Brrr. Zu Rand des Dorfes. Hier sollten wir in Sicherheit sein, Fräulein Faye. Sind Sie verletzt? Nein. Alles so gut wie neu. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Sie sehen wieder ganz wie vorher aus, Herr Layton. Nicht so glänzend und viel gesprächiger. Was meinen Sie mit ganz wie vorher? Sie wurden in Gold verwandelt, Herr Layton. Jemand hat Sie verzaubert. Ja, das war ich. Verzaubert? Das waren Sie. Ja, genau. So, eigenen Mitz verbockt, scheiße. Verzaubert? Ja, tatsächlich bin ich das. Sie sind so wunderschön, dass es mich verzaubert hat. Enchanté, Madame. Genau. Was für ein Wurst-Tee? Wurst-Horn-Tee. Nein, verzaubert soll ich gewesen sein, sagen Sie? Lassen Sie mich kurz erklären. Erinnern Sie sich an die...
Erinnern Sie sich an die Hexe, die in der Residenz von Meister Directoire aufgetaucht ist? Nein. In der Chateau-Dier-Chateaube? Oh ja, doch. Erlington. Jetzt, wo du es sagst. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Sie sagen, zu diesem Zeitpunkt wurde ich verzaubert? Genau. Schleichwerbung! Für Tankstellen. Genau, sie waren in so einer Tankstelle hier golden und in so einer Tankstelle hier too glänzend. Yo. In so einer Tankstelle hier golden und glänzend? Höchst faszinierend. Captain. Genau. Können Sie sich daran nicht erinnern? Bedauerlicherweise kann ich das nicht. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was genau mit mir geschehen ist. Ich habe das Bewusstsein verloren, als die Hexe aufgetaucht ist. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, war ich bereits im Wald. Ah. Und da waren diese 6 anderen Zwerge. Welche anderen 6? Wo ist der 7? Na, das war Layton dann. Ach so. Ja, musste als Ersatz einspringen. Es sah irgendwie komisch aus. Alle so klein und er... Obwohl, nee, Zwerge sind Layton ja... ist auch ganz klein, er hat nur einen riesen Hut auf. Genau. Layton ist eigentlich 1,12. Und der Hut auch. Ja, genau. Also, denken Sie, man hat ja nach dem Prozess... Sie nach dem Prozess hierher getragen? Nach dem Prozess? Das muss heißen... Ja, Sie waren das bedauerliche Opfer von Hexerei, Herr Layton. Und ich war die dazugehörige Hexe. Was geht hier vor? Hey, Professor! Listen! Genau, hören Sie mir doch zu, ich sag's Ihnen doch. Fräulein Fay, könnten Sie mich über die Ereignisse seit meinem Verschwinden aufklären? Mach ich doch gerade. Was ist mit Luke und und Herrn Wright geschehen? Geht es Ihnen gut? Ich weiß, Luke und ich waren auf dem Weg zu Meister de Victoires Residenz. Wir dachten, Herr Wright und Sie sind in Gefahr. Ja, ich denke, es geht Ihnen gut. Hm. So viel ist passiert, wo soll ich nur anfangen? Am Anfang? Am Ende ist nicht, dann dauert es nicht so lange. Habe ich richtig gehört? Sie sagen, mein Arm ist gebrochen? Das fühlt sich gar nicht so an. Er ist sogar abgebrochen. Oh. Ja, der rechte Arm, einfach abgebrochen. Das passiert, wenn man ihn so 45 Grad in die Höhe strecken will. Also merkt euch, macht das bloß nicht. Und so wurden Sie, Fräulein Fay, der Hexerei bezichtigt. Ja, das ist richtig. Au! Oh. Ja, das ist richtig. Günther. Ganz spontan. Ab da hat Luke mich immer Günther genannt und sich seine Augen ausgeheult. Und dann hat der Papagei auf Lukes Kopf ausgesagt. Ich muss zugeben, wenn man das so sagt, klingt das irgendwie bescheuert. Das muss ein Anblick gewesen sein, ein ziemlich bescheuerter. Ich muss zugeben, dass ich dies höchst bescheuert finde. Ich verstehe. Es tut mir leid, Fräulein Fay. Hätte ich meine volle Stärke gehabt, wäre ich eine größere Hilfe gewesen. Blödsinn, Herr Layton! Warte! Blödsinn! Herr Layton! Sie haben mich gerade eben gerettet! Und es war recht knapp. Wenn wir schon beim Thema sind, wieso sind Sie hier im Wald, Fräulein Fay? Aha! Das ist eine überaus gute Frage. Nick hat meine Unschuld bewiesen, aber ich wurde trotzdem ins Feuer geworfen. Das klingt komisch. In was für ein Feuer? Das ins anscheinend, ins anscheinend zu kleine Feuer. Joey! Hallo. Ihre Unschuld wurde bewiesen, aber Sie sind trotzdem im Feuer gelandet? Egal, so viele seltsame Dinge sind seitdem geschehen. Es hat den Anschein, ja. Aber es ist seltsam. Hinter dem Käfig, in dem ich gefangen war, muss mehr stecken. Irgendein Kniff oder ein Hebel oder so. Ein Kniff?
Ja, der Käfig ist durch die Feuergrube gefallen und hing dann direkt über einem Wagen. Der Wagen hat mich dann hierher gebracht.